Hallo, hier ist Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Montag, den 22.02.2021, damit den ersten Tag nach der Verfallswoche, nach dem Februarverfall. Und ich denke, wir haben alle gemerkt, wir haben alle gesehen, im DAX wurde viel hin und her gerissen die letzte Woche. Wir haben Bewegungen im DAX gesehen, die wir schon lange nicht mehr im DAX gesehen haben. Ohne das jetzt positiv oder negativ werten zu wollen, muss man schon einfach sagen, dass das, was er da sich zurechtgezappelt hat, dass das auf jeden Fall sich deutlich von allem abgehoben hat, was wir die letzten Wochen im DAX immer wieder gesehen haben. Es war einfach ein anderes bisschen Bewegungsstruktur drinne. Das hat sehr wahrscheinlich die genervt, die Short drinne sind. Das hat aber auch die genervt, die Long drinne sind. Also da ist keiner so richtig als der große Gewinner rausgegangen aus der letzten Woche, weil es einfach immer nur hin und her ging. Ich glaube, diejenigen, die sich da meist gefreut haben, sind die, die einfach vielleicht auf kleinen Timeframes kurze Signale getradet haben, weil davon gab es genug. Also war die ganze Woche voll gespickt mit. Aber alle anderen, die halt weiter unten raus oder weiter oben raus wollten, also die wurden eher genervt als alles andere. Das hat man auch ein bisschen gemerkt, so an der Stimmung, an den Leuten, wie auch untereinander miteinander umgegangen ist. Oder Worte. Und wir haben auf jeden Fall jetzt Nachverfall. Das heißt, wir haben jetzt erstmal wieder 3, 4 Wochen Platz bis zum nächsten Verfallstermin. Es wird dann auch ein großer Verfallstermin. Und ich könnte mir daher vorstellen, dass sich jetzt hier eben langsam mal dieses Gequalme auflöst, was wir gesehen haben. Dass dieses Gebrodel ein bisschen aufhört im DAX und der gegebenenfalls sich jetzt dann auch mal ein bisschen mehr einfach rauswagt aus seiner Stache, die er letzte Woche eingenommen hat. Und hier auch mal Punkte mitnehmen kann. Wir schauen jetzt nochmal drauf, wie er gelaufen ist. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, okay, ja, Trigger unten ist angelaufen am Freitag, aber hat halt unheimlich viel auf diesen Tiefs rumgekauft. Es ist immer wieder zu starke Bewegung einfach nach oben reingekommen, weswegen ich gesagt hatte, dass ich mir schon oben auf jeden Fall so den Bereich um hier 69 angucken würde. Geht er drüber, hat er durchaus das Potenzial, bis an die 14,40 ranzulaufen und gegebenenfalls auch schon mehr. Jetzt haben wir es gesehen, was hat er getan? Er hat tatsächlich eben das bedient, trotz dass viele ihn richtig weit unten rausgesehen haben, was eigentlich auch eine Bestätigung dessen sein sollte, dass das, was wir hier gewertet haben und uns angeschaut haben, zumindest nicht vollkommen fehl am Platz war, ne? Sonst wäre er gar nicht erst oben rausgelaufen. Aber wir müssen halt auch sagen, wenn wir das jetzt so sehen, er ist noch über dem Long Trigger, aber schön ist das nicht. Also, der hätte nicht mal die 14,40 geschafft. Also, wenn ich jetzt einen Long hätte, würde es mich ankotzen. Mich würde es auch ankotzen, wenn ich einen Short drin hätte, weil auch wieder nur alles zurückgekommen jetzt zum Freitag. Also, so im Ergebnis, signalseitig der Freitag, ein bisschen gelinde gesagt, verhalten. Wenn ich mir das jetzt aber so anschaue, auch dass wir ja noch über Trigger liegen, dass wir noch immer die 69 jetzt nach oben halten, würde ich ihm sogar am Montag fangen, oben zu sprechen, ehrlich gesagt. Ja, also ich könnte mir das noch vorstellen, dass sie die 14,40 holen. Ich glaube, das wird dann hier oben so einen Bereich. Entweder rennt er los oder dreht sich dann richtig nach unten rein halt. Na, also also ich habe das wirklich bildlich vor Augen. Das habe ich schon am Freitag ein bisschen vor Augen gehabt. Das ist aber nicht gekommen, dass der hier oben einfach eine schnelle, lange Kerze reinstellt. So bis vielleicht 14,120 und alle wie blöd dann sagen, oh, jetzt will ich aber auch nicht mehr long. Jetzt ist er, jetzt, das sieht komisch aus, der ist zu schnell, der kommt bestimmt gleich runter. Und das dann alle Short reinhaken. Und dass der sich dann einfach oben rausschlägt, aber auch richtig, mal wieder so einen 250-Punkte-Tag macht. Und wenn man das jetzt einfach mal so rechnet, wo er dann stehen könnte, sind das schon ein paar Punkte. Und ich könnte mir jetzt sowas zum Montag gut vorstellen. Ich würde jetzt nicht so lange Strecke traden wollen zum Montag, aber ich würde mir auf jeden Fall hier oben diesen Bereich genauer angucken. Wenn der jetzt wirklich hier noch sich jetzt auftritt und man sieht ja, wenn ich jetzt so den Freitag angucke, sieht es aus, wie das haben wir jetzt hier unten einen Boden gebildet, eine Bodenbildung, vielleicht auch mit dem hier zusammen Doppelboden, haben von hier kommen vielleicht sogar ein ABC-Muster abgeschlossen. Ne? Es sind ja etwa gleich lange Bewegungswellen, sowohl auch in der zeitlichen Ausprägung als auch in der Kurszahl. Ne? Spanne, ich sag, in der Spanne ist es gleich, in der Kursspanne ist es gleich und in der zeitlichen Ausprägung. Das heißt, das sieht eigentlich fertig nach einem Korrekturmuster aus. Wir haben hier unten eine kleine Bodenbildung. Wir haben ein erstes Aufdrehen gehabt, das lässt jetzt hier natürlich ein bisschen Fahrt raus, sodass es jetzt nicht vielleicht zwingend ein V ist, aber hätte dann von einem ersten Antrieb halt auch schon eine erste Korrektur. Und das heißt, der nächste Antrieb könnte durchaus dann auch schon in die 14.200 reingehen. Und ich würde deswegen einfach jetzt die Tendenz erstmal oben sehen, aber unten bin ich
bin ich jetzt auch wieder trotzdem noch an dem Punkt, dass ich sage, also unter 13,69, wenn er da am Montag rumeiert, ja, also gesund ist es dann halt nicht. Na, und dann fällt er halt auch wieder runter. So, und das würde auch bedeuten, dass ich mich persönlich unterhalb von 13,69 auch am Montag für Shorts öffnen würde halt, ne? Bis erstmal rein hier in den Bereich um 8,80, 13,880, 13,875 und wenn er dann da nochmal drunter geht, ja gerne auch dann schon den ersten Schritt bis rein in die 13,800. Ich glaube aber, wenn er das jetzt zum Montag macht, da kommt da erstmal nichts zurück halt, ne? Also ich glaube, dann geht er auch ein Stückchen durch, weil, mal ganz ehrlich, also das sieht fertig aus. Das sieht fertig aus. Entweder geht er jetzt durch oder da kommt noch mehr dahinter. Aber das vom Muster her. Ist das ein schöner Antrieb nach oben? Das ist ein schön pulsiver Antrieb nach oben. Das ist jetzt hier ein schön komplettes, also es ist harmonisches Korrekturmuster, ein komplettes harmonisches Korrekturmuster. Wenn er da jetzt keinen V rauskriegt, keinen schönen Trend nach oben, keine pulsive Bewegung, die bis in den Bereich oder höher gehen kann, also ganz ehrlich, dann ist er auch nicht mehr ganz knusprig an der Birne und dann lege ich ihm das als Thrasher aus. Das heißt, an dem Punkt gehe ich dann wirklich hin und würde auch wieder sagen, hier in den Short Trigger rein, nicht mehr so wie hier, sondern er würde dann sehr wahrscheinlich auch durchgehen. Wie gesagt, der erste Bereich 13.880, 13.875 und darunter 13.800, 13. Runter. 27, 6,50. Ehrlich, das wären meine Ziele, die ich dann unten hätte. Die würde ich unten ansetzen. Ich würde jetzt nicht mehr großartig davon ausgehen, dass die 800, das hätte er, glaube ich, zum Freitag einfach schon bringen müssen. Das ist mir zu viel, das ist mir zu viel Gegenwehr jetzt schon wieder drin gewesen, als dass das jetzt noch ein Teil dieser Bewegung sein soll. Das passt einfach nicht. Das sieht so aus wie das hier. Guck mal, das ist das. Auch von der Ausprägung her. Jetzt haben wir hier runter, haben wir hier runter. Also müsste jetzt so ein Schub wieder nach oben kommen. Und wahrscheinlich dann eben auch mehr, weil ja das Muster vollständig ist. Das heißt, oben raus. Das ist jetzt technisch gesehen zu favorisieren. Kommt das nicht, dann ist das die Chance für die Bären, das Ding zu versenken. Und dann bitte versenkt es auch. Nicht mehr so ein Rumgedubbel. Ich hoffe, dass das wirklich nur verfallstagsbedingt war. Und dass es sich dann unten raus ein bisschen sportlicher verhält, diesmal halt, ne? Auch ein bisschen konstanter und Durchzug hält. Von daher. Wäre für mich der Montag auf jeden Fall, kommt bei mir am Bildschirm an Zettel die 13,69 immer wieder über den Tag reflektieren, bin ich über oder bin ich unter 13,69? Und wenn er drunter ist, dann kann er auch weiterfallen. Dann braucht man sich nicht irgendwas zurechtlegen und reden. So 13, 14 Uhr, wenn er dann bei 13,880 steht und man redet sich dann zurecht, naja, eigentlich könnte er ja doch steigen, wenn wir jetzt in dem Zeitpunkt da sitzen und sagen, nee, eigentlich ist alles unter 13,69 Short. Also so sehe ich es. Ja, das ist meine Meinung dazu. Und deswegen, ich würde, für mich ist er noch aufwärts. Ich glaube auch, dass er aufwärts kommt. Ne? Er hat jetzt zum Freitag schon gespielt. Er hat die Vorlage nach unten absolut nicht gegriffen gekriegt. Wir haben ja drüber gesprochen, über dieses Hochgezerre, dieses korrektive Hochgeschiebe von den Tiefs. Ne? Und von daher ist das für mich eine technische Vorlage auf der Oberseite. Ich kann mir gut vorstellen, dass er sie versucht zu spielen. Das würde ihm dann nochmal in die 14,40 reinbringen und darüber halt in die 14,100, 14,140 und alles, was dann drüber geht, das kriegt schon eher Touch Richtung 14.200, 14,280, 14,270, ja, so in die Zone rein. So, das auf der Oberseite, auf der Unterseite ist, denke ich, klar. Wir können auch mal kurz in den Tag reingucken. Tag hat eine grüne Tageskerze geschlossen, hat aber auch echt viele Lunden und Dochte da hingeworfen. Also, was heißt viele Lunden und Dochte hingeworfen? Er kann ja nur eine Lunte und einen Docht haben, aber das ist schon recht lang. Zwei grüne Tageskerzen. Es ist formal gesehen eine Stabilisierung. Ja. Es ist eine Stabilisierung. Der Abwärtsbewegung wurde Druck rausgenommen, aber wenn wir gucken, hier hat die Woche angefangen, ist das eine rote Wochenkerze. Brauche ich gar nicht reingucken. Die fing nämlich hier an und hörte hier auf. Ja, hat aber auch unten dran natürlich schon auch eine Schmuckelunte, die dann eben nach oben anspielen kann. Ja, also es. Wenn da jetzt eine schöne rote Kerze zum Montag kommt, dann sind wir genau bei dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, auch im 2-Stunden-Chart. Wenn jetzt hier eine lange Bewegung, ich glaube nicht, dass der an der 800 nochmal einen Pups hochkriegt. Ich glaube, der geht dann tiefer. Und von da, ich würde zum Montag schon, ich würde die neuen Se der Tagesschluss von Freitag einfach nehmen halt, ne, und sich daran orientieren. Weil ich glaube, der kriegt, glaube nicht, dass die dir nochmal hochhelfen halt, ne. Und dann passt das eigentlich ganz schön halt, ne. Und dann kann der durchaus hier auf dem Bereich, das ist eine Reaktionsmarke nach oben, man darf sie nicht wegreden. Das wäre jetzt auch verkehrt, aber so, auch wenn ich einen Tageschart sehe, ich glaube ich, wenn der das jetzt bricht hier, dann kommt da noch was. Dann macht er bestimmt hier Gap zu 6,50 oder was das ist. Vielleicht sogar hier unten ja auch noch ein offenes Gap.
Was ist denn das hier? 4,20. Ja, das sind so Ziele, die ich dann hätte, wenn er das jetzt hier vermasselt. Also wirklich ein Stückchen tiefer kommt. Aber wie gesagt, noch erstmal die Chance nach oben. Wir müssen ja aber drüber sprechen. Ne? Nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit drüber sprechen, was passiert jetzt, wenn der DAX oben raussteigt. Dann eröffnet er Montag früh bei 13,49. Dann würde ich nicht wollen, dass man da massiv Long gegenknallt. Das würde ich nicht gut finden. Das würde mir auch technisch nicht so gut reinpassen, ne? Weil ich eher glauben würde, dass er aus dieser Drehung heraus sich schon aus Eigenkraft jetzt oben rausdrehen muss, damit das was wird. Ja, und von daher, von mir auf dem Niveau hier jetzt eher eine Aufwärtsvorlage, kommen hier die ersten grünen Kerzen rein, kann das gut und gerne bis 14,40, 14,100, 14,140 und auch 14,200, 14,280 gehen. Ja, ich brauche das eigentlich auch nicht weiter ausführen, weil es ist technisch, da gibt es kein Wenn und Aber. Das sieht fertig aus. Wir haben hier den ersten Antrieb. Hier müsste jetzt der zweite kommen. Der würde sich dann an dieser Ausprägung orientieren. Ne? Das heißt, der Markt würde jetzt versuchen, diese Welle von hier, von diesem Tief an, weg nach oben zu replizieren. Und pff, da gibt es nicht viel andere Auslegungsmöglichkeiten halt. Ne? Das kann man jetzt so ansprechen und entweder es gefällt einem oder es nicht. Aber ich würde einfach sagen, man nimmt es so hin und probiert das Beste draus zu machen. Ne? Ganz egal, ob es einem gefällt oder nicht. Na, das heißt, in dem Moment, wo er mir jetzt Stärke zeigt, wo er nach oben anzerrt, ist es für mich ein Long-Kandidat und unter 69 Shorten. Shorten ein bisschen in den Bereichen 13.880 hier, das ist für mich so Anlaufzone 1 und dann tiefer 800, die wird ganz interessant hier, dieser Bereich. Das ist ein schöner Bereich, um auch vielleicht mal Short-Teilverkäufe zu realisieren. Für den Fall, der macht halt doch eine fette lange Umkehr dann rein. Aber wenn ich den Tagesschart so sehe, glaube ich, dass selbst wenn er hier eine Umkehr hinkriegt, der zum Dienstag sich hier unten reinschlägt. Der Tagesschart, der hat nicht viel Luft. Da ist nicht so viel Potenzial. Also wenn das jetzt wegrutscht und er macht hier drunter, dann ist das hier alles offen. Und dann sind wir hier unten bei knapp 500, ne, und tiefer. Also von daher, so erstmal noch Chancen nach oben, aber das können wir eng abstecken. Und wenn er da großartig unter der 69 rumarbeitet, dann braucht man das nicht schönreden halt, ne? Das wäre dann auch nicht richtig. Insofern haben wir eigentlich schon in dem Sinne einfache Ausgangslage zum Montag. Müssen wir bloß gucken, vielleicht einen Xetra-Start einfach abwarten und gucken, wohin treibt er. Und dann kann man bestimmt, und das kann ich mir gut vorstellen, bis zum Tagesende dann die Bewegung auch folgen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der das dann konstant auch durchzieht. Dass er sich früh vielleicht ein bisschen mit Startschwierigkeiten noch ein bisschen so ein Booster braucht, also so ein Anschieber, und dass er dann aber schön bis Tagesende seine Bewegung durchkleckert. Das würde also oben wie unten gerade gut reinpassen. Ja, mehr kann ich hier gar nicht sagen. Würde daher das Video jetzt hier zumachen. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Montag und ja, einen guten Wochenstart in diesem Sinne. Okay, alles klar. Ich mach zu, wünsche euch Spaß und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.